Laserdrucker arbeiten nach einem dem Kopierverfahren entlehnten Prinzip. Ein sich permanent ein- und ausschaltender Laserstrahl wird über einen Spiegel auf eine sich rotierende Trommel geworfen. Dort, wo der Laserstrahl die Trommel trifft, wird auf ihrer Oberfläche die elektrostatische Polarität verändert. Das zum Drucken verwendete und sich in einer Extrakassette befindliche Farbpulver, der sogenannte Toner, ist ebenfalls elektrostatisch geladen, jedoch mit einer anderen Polarität als die durch den Laserstrahl getroffenen Bereiche der Trommel. Dadurch bleibt der Toner an diesen Stellen haften, sobald sie am Toner vorbeilaufen. Berührt die Trommel das Papier, wird durch die größere Ladung des Papiers der Toner von der Trommel auf das Papier gezogen. Beim Weiterdrehen rotiert die Trommel am sogenannten Coronadraht vorbei, der sie wieder mit ihrer ursprünglichen Polarität versieht. Damit der Toner auf das Papier übertragen werden kann, muss dies beim Einziehen ebenfalls elektrostatisch aufgeladen werden. Dies geschieht mit einer stärkeren Ladung und der gleichen Polarität wie bei dem vom Laser getroffenen Bereich der Trommel. Damit der Toner dauerhaft auf dem Papier verbleibt, wird er durch ein spezielles Wachs mittels Druck und Hitze fixiert.